So, weiter geht's mit Pokémon Schwert. Und wir machen uns heute auf in die Naturzone. Da, wo ich eigentlich in der letzten Folge schon mal kurz eigentlich war. Weil ich da eigentlich mein nächstes Team mitgefangen wollte und diesen Stein suchen wollte. Nicht in der letzten Folge, in Folge 30 waren wir dort. Jetzt sind wir in Folge 34 und wir erkunden erneut diesen Ort. Und ich muss mich mal kurz umtauschen, weil ich dort ein paar andere Pokémon finde. Ja, es gewittert tatsächlich, wie wir es auswählen. Das wird dann nochmal umstellen. Aber das, wie gesagt, machen wir dann sofort. Und hier haben wir jetzt endlich Pokémon, die wir empfangen können. Wir können jetzt bis Level 55 alles einfangen, was hier rumkreucht und fleucht. Deswegen, wenn wir mal, sind wir ein Item gewesen. Hast du dich gerade gesehen? Ja, hier. Nur so nebenbei, wenn die Story endlich durchgeht, weiter mit Pokémon Let's Go Evoli. Das wollte ich ja auch schon immer noch mal gespielt haben. So. Ja, dann nehmen wir mit. Ja, super. Octo auch noch. Ein Pokémon, was ich noch nicht habe. Nee. Ach, nein, ich kann es nicht fangen. Weil es wahrscheinlich Level 60 ist, oder? Nein, Level 56. Na toll. Okay, wir können es nicht fangen. Das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte es gerne mitgenommen. Ein Level zu hoch. Wir können bis 55 fangen. Und hier findet ihr theoretisch die ganzen Evolutionssteine noch. Ich habe sie mir schon eingesagt, damals in der Folge 30, wenn ihr euch erinnert. So, und ich muss mich ganz kurz mal ein bisschen umstellen. Das hat seine Gründe. Nein. So, Systemeinstellung muss ich gehen. Und zwar auf Konsole geht ihr dort. Dann geht ihr ohne auf Datum und Uhrzeit. So, und ich stelle mal kurz mein Dings um. Weil ich möchte natürlich alle Pokémon hier fangen. Hier gibt es die Pokémon vom Typ Feuer hauptsächlich. Und richtig, wir wollen unseren Pokémon vom Typ Feuer fangen. So, jetzt können wir nämlich auch vereinfangen. So, okay. Das heißt, jetzt suchen wir uns tatsächlich ein Pokémon oder unser Pokémon. Ich habe ja. Ich versuche jetzt zumindest was. Ah, Latenecto ist zu stark vom Level her. Ja, also mindestens 56. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt ohne Probleme finden, weil eigentlich steht die Sonne bei 2%, es aufzuspüren hier. Was haben wir hier unten? Ach, ein Famicola. Es findet hier, glaube ich, zwischen 52 und 55 zu finden. Das ist eine Pokémon, was ich haben will. Oh, ein Miniras. Ah, wir wollen aber ein anderes Pokémon. Wobei die große Frage ist. Nee, ich will fangen. Ich will ein anderes Pokémon haben. Ich hätte mir jetzt überlegt, komm, es ist ja vom Typ Drache Kampf, Miniras. So, Sanaconda, das haben wir ja schon. Ich hoffe, dass wir es finden. Die Folge wird übrigens etwa 20 Minuten dauern. Im Dreh um mich gerne haben. Weil sonst muss ich es auf Screen suchen. Also sprich, in der nächsten Folge haben wir es auf jeden Fall im Sack. Wenn ich es hoffentlich sehr schnell finde. Weil ich suche jetzt nicht eine Stunde nach dem Pokémon. Weil es auf Dauer auch immer langweilig wird.
Hat auch seine folgenden Gründe, warum ich diese Folge auch mit reinschmeißen wollte. Da eigentlich jetzt der nächste Arenaleiter anstehen würde. Wir würden jetzt also nach Cross City gehen und den nächsten Arenaleiter holen. Das heißt, Ort Nummer 7 und 8 kommen eigentlich quasi unmittelbar hintereinander und das finde ich irgendwo ein bisschen low und langweilig. Deswegen, ich gerade was finde. Geh weg von mir. So. Hier oben sind einige Pokémon. Oh, ein Manolith. Ein Humanolith. Ich guck mal, ob ich irgendwie eine Naturzone oder sowas finde, wo ich verschiedene das wollte ich eigentlich jetzt nicht fangen. Ja, geh mir nicht. Ne, ernsthaft? Eine K.O.-Attacke? Ach, leg mich doch. Eine scheiß K.O.-Attacke, nervst du mich gerade? Weil da oben auch tatsächlich. Nein. Das ist wohl Nona. Monte Carlo. Nee, Monte Carlo möchte ich eigentlich nicht haben. Ich sage 2%, ne? Bei Sonnenschein. Das heißt, 2 von 100 tauchen auf jeden Fall auf. Oder im Schnitt 2 von 100. Mal hier, Ditto. Brauche ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. So, ich guck mal gerade, was hier noch drin steckt. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Psychofee. Das dürfte nur Trastler oder Kirlia sein. Daher ja uninteressant, gerade für uns. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass ich. Ich hoffe, nochmal gut. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht unfassbar stark ist. Nein, natürlich. Also, wie gesagt, diese Folge suche ich auf jeden Fall hier. Das weiß ich, das ist klar. Ansonsten suche ich es aus Quinn. Ich hoffe, dass das nächste Woche nächste Folge im Team. Ansonsten geht es in der übernächsten Folge weiter. Ich möchte gerne dieses Latenecto eigentlich mitnehmen. Weil ich das eigentlich gerne weiterentwickelt hätte, aber mit dem Level kann ich noch nichts anfangen. Das können wir erst frühestens am nächsten Ort machen. Auch kein Karma. Es gibt keine Naturzone. Brückental. Ah, perfekt. Hier wollte ich eigentlich das wollte ich machen. Wir sind jetzt in. Am Wutanfallsee. Dann kann ich nämlich ein bisschen nachgucken. Man muss das nicht im Internet machen. Moment, ich gucke gerade nach. Wutanfallsee. Wüstelscheinwald. Wonnewiesen, Wutanfallsee. So. Jetzt will ich meinen Pokémon mal raussuchen. So.
Wo haben wir es denn? Ja, wie gesagt, es ist selten richtig bei Sonnenschein. Na gut, wir hatten immer auch Glück mit dem. So, also quasi nur mit diesen Ausrufezeichen auf. Das ist das Ärgerliche. Das heißt, wir müssten danach jetzt wirklich explizit suchen. Und das ist das, was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert. Aber oh Gott, das ist nicht zu ändern jetzt. Ich krieg sonst nicht einer zu fallen, außer mit ein bisschen Glück bei den Raids. Aber da ist es mit einem anderen. Haben wir hier? Ditto. Das letzte Team, das ist das Problem. Ich muss ein bestimmtes Pokémon auffinden. Ich meine, die Leute, die jetzt ein bisschen ausschließen können, ist es klar, was es hat. Oh, ich glaube, das war jetzt wohl Nona. Ja, das ist auch. Ich hätte auch das Mini-Rast nehmen können eben. Ja. Den Kramor, dich möchte ich eigentlich gerade nicht haben. Es wäre dann wirklich nur ein bestimmtes Pokémon. So, kleines Rizoros. Ich möchte ihn gerade nicht haben. Das ist ein Rizoros. Selten. Oh, geht häufig. Auf jeden Fall haben wir das richtige Wetter aufgesprochen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil Rizoros verdorcht nämlich auch nur bei der Sonne. Mit meinem Sonnenschein auf. Pokémon. Das ist wieder so eine Kunde. Das ist wieder Miras. Aber ich würde gerne das eine Pokémon haben. Ich würde mich ein Feuer-Pokémon eigentlich besitzen. Also ein bestimmtes Feuer-Pokémon, was ich hier suchen muss. Wie gesagt, die Leute, die jetzt ein bisschen die das jetzt ein bisschen ausgeschlossen, das Ausschlussverfahren gemacht und nachgeguckt haben, wissen natürlich, wer sich jetzt ins Team nehmen will. Weil die Leute, habt noch für die Leute, die es nicht wissen wollen, sondern wissen wollen, wenn es wirklich auftaucht. Für die Leute habt da noch ein bisschen Geduld. Also wie gesagt, seht das in der nächsten Folge. Spätestens in der nächsten Folge. Nochmal, es kann auch schon passieren, dass wir es in dieser Folge mit ein bisschen Glück finden, ne? Weil das ist halt das, was jetzt einfach dauert. Finden ein seltenes Pokémon. Tauchen aber die ganze Zeit nur irgendwelche. Monte Carlo auf. Auch diese eigentlich nur. Ja, gut, auf häufig. Klar, die tauchen sehr häufiger auf als halt das, was ich suchen will.
Oh, come on. Pauken uns bei jedem Wetter aus. Auch nicht, auch häufig. Ich glaube, zumindest hier. Okay. Nein, dieses Ritzerostzig möchte ich nicht fangen. Hast du ihm nicht zugehört? Ich möchte ihn nicht fangen. Auch dich nicht runterkabeln. Das bedeutet die ganzen umherlaufenden Pokémon, da muss ich echt aufpassen. Gerade weil hinten bei dem anderen kleinen Feld. So, dann richten wir da auch. Na, ich glaube nicht, dass das eine Folge sein wird. Aber wie gesagt, 5 Minuten machen wir noch. Und dann mache ich wirklich einfach hier Feierabend. Ob wir es fangen oder nicht fangen. Und dann, wie gesagt, dann wird es auch später nochmal versuchen zu finden. Warte, auch nur gerade der gelbe. Das selbe Zeug selbst. Ich möchte auch die Pokémon gerne haben, bevor wir in die nächste Arena gehen, weil ich es da eigentlich relativ gut gebrauchen könnte. Ach, wieder nur ein Zanaconda. Also nichts wirklich Interessantes. Jetzt ist noch ein Heli, der hier rumfliegt. Also bitte, dies entschuldigen gerade. Ja, nichts. Hier ist noch was. Jetzt ist aber auch nur ein Rizeros. Auch das ist wieder einfach nur ein Rieser. Also ich habe immer ein bisschen Hoffnung, dass ein Pokémon auch das ist, was ich suche halt. Aber ihr kennt das beim Pokémon, ihr sucht bestimmtes Pokémon, es findet es nicht. Aber wenn ihr habt es einmal, dann taucht es halt ständig auf. Und die Kabel. Ja, ich muss es wahrscheinlich nicht geben machen. Meine Hoffnung ist es irgendwo noch, dass es dann doch noch auftaucht, aber scheinbar möchte es uns sich uns nicht zeigen. Ne?
Ach, noch irgendwo was. Ach, das ist noch ein Mikroder. Ne, Dito ist es. Der Mikroder war rechts daneben. Dito ist über Level 55, dementsprechend. Wir können es eh nicht fangen. Ich möchte es auch gar nicht fangen jetzt gerade. Das machen wir vielleicht dann immer mal, wenn wir alle anderen Pokémon haben. Wenn wir das Team stehen haben. Ja, ich will einfach nur Rita aus. Wenn wir dann alle Pokémon fangen können, so ist es eigentlich richtig. Das können wir dann hoffentlich nach dem nächsten Orden so, so schaffen. Gigantisch. Sind auch überall diese komischen Ameisen. Anaconda. Die Frage ist, in welchem Feld das taucht das häufig auf? Ja, da gibt es ja auch noch eins. Und da auch noch. Wir gehen jetzt mal hier an. Und jetzt haben wir ein Humanolith. Was eigentlich auch nicht gerade häufig ist hier. Aber wir finden nicht das Pokémon, was ich suche. Sorry, Kleines. Jetzt kommt auch noch ein Rizzo raus. Gut. Nee, dann macht keinen Sinn. Wenn ich ehrlich bin. Ich suche Askeln weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ob die morgen stattfindet, weiß ich noch nicht. Das liegt auch ein bisschen an meiner Zeit. Wir probieren es dann, wie gesagt, nächste Folge nochmal. Ich suche hier nämlich jetzt Askeln weiter. Und dann sage ich euch hoffentlich, welches Pokémon ich ins Team genommen habe. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert.